In diesem Video zeige ich dir einige typische Fehler in A und wie man sie beheben kann. Eine Fehlermeldung, die vor allem bei Macs auftritt und entweder eine Fehlermeldung oder zum Absturz von A führt, ist, wenn man mit read_svav SPSS-Dateien liest oder read_data. Manchmal tritt auf, dass da eine Fehlermeldung kommt oder sogar herabstürzt. Wenn das der Fall ist, liegt es am Encoding. Der Grund ist, dass die entsprechende Datei in Latin 1 encoded ist und read_svav UTF-8 annimmt. Das Problem kann man beheben, indem man die Encoding explizit angibt. Zum Beispiel dann tf_data heaven read_svav irgendwie die Datei und dann Encoding gleich Latin 1. Dann lässt sich die Datei einlesen. Das ist einfach, falls es ein Problem gibt und was sich ohne das Encoding nicht einlesen lässt. Und es auch keine andere Fehlermeldung ist, wie zum Beispiel der falsche Pfad. Zum Beispiel das ausführen. Kommt Hello Data does not exist in current working directory. Zuerst mal kontrollieren, ob die Datei korrekt geschrieben ist. Jetzt in dem Fall kommt die Fehlermeldung, weil die Datei gar nicht existiert. Und nehmen wir jetzt an, wir gehen davon aus, dass sie vorhanden ist. Wenn die Datei wirklich so geschrieben wird, dann als nächstes ein A-Projekt verwenden, das wie hier oben. So ein neues A-Projekt machen und dann die Datei in den Projektordner kopieren. Dann lässt sich die Datei ohne Pfad einlesen. Andernfalls müsste man den ganzen Pfad eingeben, was jedoch nicht optimal ist, weil dann jede Person, die das Skript auf ihrem Computer ausführen will, den Pfad anpassen muss. Deshalb sollte man, wenn man mit Dateien arbeitet, immer mit einem A-Projekt arbeiten. Ein drittes Problem, das häufig auftaucht, ist, dass der Code komplett korrekt aussieht, eigentlich auch korrekt ist, man aber trotzdem eine Fehlermeldung kriegt. Zum Beispiel Tidyverse und Mass geladen haben. Irgendwo, das kann auch weiter oben gewesen sein. Dann verwenden wir Select von dplyr mit Source of Opinion, um alle Opinion zu kriegen. Der Code ist komplett korrekt so. dplyr, wir kriegen aber trotzdem eine Fehlermeldung. Das hängt damit zusammen, dass Mass ebenfalls eine Select-Funktion hat und jetzt in dem konkreten Fall die von Mass verwendet wird und nicht die von dplyr. Wie können wir das herausfinden, dass das der Fall ist? Wenn wir so eine Fehlermeldung kriegen, dann Fragezeichen und die Funktion eingeben. Dann statt dass wir die Hilfsdokumentation kriegen, erhalten wir hier eine Liste mit den Packages, die eine Funktion haben. Dann sehen wir, es gibt Mass und dplyr. Wir wollen jedoch die von dplyr, also geben wir das explizit dann mit zwei Doppelpunkten. Nun funktioniert der Code. Ein weiteres Problem, das häufig auftaucht, das ich immer wieder sehe, ist, dass eine Ggplot-Grafik komisch aussieht. Es ist keine Fehlermeldung, es sieht einfach völlig komisch aus. Zum Beispiel ein Modell mit Alter und Geschlecht interagiert und dann noch Meinung zum Ehebeitritt. Dann simulieren wir vorausgesagte Wahrscheinlichkeiten, alles Alter, alles Geschlecht und alle Levels von Opinion Ear Membership, dann im Seed. Replizierbar zu machen. Nun zeige ich mir den Plot, wir hätten gerne das Alter auf X und Gender auf die Farbe. Jetzt sehen wir, kriegen wir einen komischen Plot zurück. Das hat damit zu tun, dass in Ear Membership variiert, aber in der Grafik ignoriert wird. Das heißt, wir haben nirgends eine Dimension dafür definiert. Die Lösung ist nun entweder diese Variable konstant zu halten hier oder sind ggplot zu berücksichtigen. Berücksichtigen können wir sie zum Beispiel mit Facet Wrap oder einer Opinion Membership. Jetzt kriegen wir einen schönen Plot. Die andere Variante ist zum Beispiel Mode zu verwenden, den Modus. Für Opinion Ear Membership, wenn wir die konstant halten wollen, können wir den ursprünglichen Code verwenden und den entsprechend abbilden. Ein weiteres Problem, das auftritt, ist, dass eine Funktion NA zurückgibt. Zum Beispiel Min oder Korrelation gibt uns NA zurück statt einen Wert. Das liegt daran, dass Alter, respektive auch LR selbst, die Links-Rechts-Selbstpositionierung, NAs enthalten. Wir können uns vorstellen, wenn wir eine Schulklasse haben, alle nach dem Alter fragen, aber eine Person es nicht angibt und dann jemand uns das Durchschnittsalter der Klasse
wissen will, dann können wir es nicht sagen, da wir nicht alle Angaben haben. Als die Person sagt uns, aber sag's von denen, die dir es angegeben haben. Das ist genau das, was wir auch in R machen können mit NaRem equals true, respektive use gleich complete ops, je nach Funktion. Bei mean ist es NaRem equals true, ist auch bei mean, max, median und so weiter. Das ist eigentlich immer, wenn eine einzelne Variable betroffen ist. Wenn hingegen mehrere Variablen betroffen sind, wie zum Beispiel bei der Korrelation, dann ist es in der Regel use gleich complete ops. Dann kriegen wir einen Wert zurück. Nur noch ein Problem in Quarto zum Schluss, das ich immer mal wieder sehe. Wenn wir jetzt das hier rendern, also wir haben hier ein Modell gerechnet, dann Summary des Modells, dann noch TextRec und dann machen wir noch einen Likelihood-Ratio-Test, ob die Interaktion relevant ist oder nicht. Hier haben wir Results equal Results Doppelpunkt-SIs für die TextRec. Nun das laufen lassen, dann kriegen wir ein Error running Lua, YAML parse exception at line 5, column 17, while scanning a simple key. Es ist immer die gleiche Fehlermeldung, die zu einem Fall kommt. Jetzt das Ganze kommt, wenn wir das mal einzeln laufen lassen, hier das Modell, und dann hier, sehen wir hier, hat es hier drei Striche. Die alleine wären noch kein Problem, aber die drei Striche interpretiert in gewissen Umständen Quarto, als wäre es ein neuer YAML, also wie die drei Striche. Das ist dann der Fall, wenn wir Summary zum Beispiel oder auch eine andere Funktion, die nicht LaTeX-Code generiert, als Teil von Results-SIs haben. Jetzt das zum Beispiel auskommentieren, dann sehen wir, läuft der Code korrekt ab. Jetzt noch gleich das Resultat sehen. Sehen wir, kriegen das korrekt zurück mit der Tabelle. Das heißt, Results as is, sollen wir nur Code-Output haben, wie TextRec oder Stargazer, nicht jedoch weiteren Code. Wenn wir unbedingt die Summary Table wollen, dann müssen wir einfach vor einem machen ohne Results as is und dann den Teil davor schreiben. Auch so funktioniert. Können wir Summary ausklicken und jetzt funktioniert der Code ebenfalls. Sehen hier das Summary, die Tabelle und dann den Likelihood Ratio Test. Das heißt, eigentlich grundsätzlich, was man sich merken sollte, innerhalb von Results as is, sollte immer nur Output generiert werden, der wirklich für Results as is gedacht ist, wie TextRec, Stargazer und so weiter. Nicht jedoch anderen Code. Sollte zum Beispiel eben kein Summary oder sonst irgendwelchen Code stehen, da das dann zu Problemen führen kann. Weil Summary, das anschauen, dann hat es auch hier die drei Striche, Results as is, und das wird dann entsprechend interpretiert mit dem zusammen und gibt dann eine Fehlermeldung zurück. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich, um Probleme in R besser beheben zu können. Falls das Video nützlich für dich war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden willst, kannst du gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dort noch alle auswählen, dann informiert dich YouTube jeweils, wenn ich ein neues Video hochlade. Falls du Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben.